1945. Adolf Hitlers Machtgier hat Millionen Menschen das Leben gekostet. Europa liegt in Trümmern. Nun sollen die Anführer zur Rechenschaft gezogen werden. Defendant Hermann Wilhelm Göring. The International Military Tribunal sentences you to death by hanging. Fritz Sauckel, death by hanging. Sie erhalten ihre gerechte Strafe. Doch für einige ist das nicht genug. Vor allem für die Überlebenden des Holocaust. Nach dem Holocaust hegte jeder Jude das Verlangen, sich nach dem Krieg an den Deutschen zu rächen. Nach dem Ende des Krieges beginnen einige sofort damit, dieses Verlangen zu stillen. Sie haben sich britische Uniformen angezogen und nahmen diese Menschen fest. Dann erzwangen sie Geständnisse und brachten sie um. Den Opfern bleibt wenig Zeit für Argumente. Er grub 15 Minuten, während ich neben ihm stand. Und als das Loch tief genug für ihn war, erschoss ich ihn. Eine Gruppe denkt jedoch in größeren Maßstäben. Sie hielten sich für Repräsentanten der jüdischen Nation. 6 Millionen Juden waren im Holocaust gestorben. Im Gegenzug sollen nun 6 Millionen Deutsche ihr Leben lassen. Wir wollten 6 Millionen Deutsche vergiften. Trinkwasser sollte im großen Stil vergiftet werden. Allein der Gedanke daran, 6 Millionen Deutsche zu töten, ist völlig verrückt. Eine Rache wie aus dem Alten Testament. Auge um Auge. Sie haben 6 Millionen von uns getötet. Also töten wir 6 Millionen von ihnen. Dies ist die Geschichte der Avengers, der jüdischen Rächer. Ich bereue nichts. Für den Rest der Welt ist der Krieg 1945 vorbei. Doch für die Rächer hat er gerade erst angefangen. In den ersten Monaten nach dem Zweiten Weltkrieg herrscht in Europa Chaos. Millionen Flüchtlinge bevölkern die Straßen. Deutsche Soldaten ergeben sich zu Tausenden und werden für die Alliierten zum logistischen Problem. Zahllose Kriegsverbrecher versuchen, in den Massen von Soldaten unterzutauchen. Trotzdem dürfen die meisten davon unbehelligt wieder nach Hause gehen. Diese Vorstellung ist für manche unerträglich. Einer davon war Haim Miller. Der bei Entstehung dieses Filmes 89-Jährige lebt in einem israelischen Kibbutz. Er ist ein Veteran der sogenannten jüdischen Brigade. Die jüdische Brigade war Teil der britischen Armee. Ihre Mitglieder waren vor allem Juden aus Europa und Nahost. 1945 ist die Brigade für kurze Zeit in Norditalien stationiert. Nach dem Ende der offiziellen Kämpfe entschließen sich Haim Miller und seine Freunde dazu, jeden, den sie für einen Kriegsverbrecher halten, zu jagen und zu töten. Ihre britischen Kommandeure ahnen davon nichts. Sie schrieben, die Juden kommen, auf ihre Lastwagen, um den Leuten Angst zu machen. Die Juden kommen bedeutete, dass nun Rache ausgeübt wird. Die Todeskommandos der Brigade treten stets in britischen Uniformen auf. Sie geben vor, in offiziellem Auftrag unterwegs zu sein. So locken sie die Verdächtigen in ihre Fahrzeuge und fahren sie an einen abgelegenen Ort. Sie mussten sich im Lastwagen hinlegen. Dann sind wir in den Wald gefahren, wo der Rest der Einheit wartete. Dann wurden sie verhört.
Meistens gestanden sie alles. Nach einer halben Stunde fragten wir sie, wenn du also all diese Taten begangen hast, welche Strafe verdienst du dann? Also blieben sie im Wald. Für immer. Zwischen 1945 und ihrer Auflösung 1946 töten Soldaten der jüdischen Brigade einige hundert Kriegsverbrecher. Einige habe ich selbst erschossen. Einem von ihnen befahl ich, sein eigenes Grab zu schaufeln. Er grub 15 Minuten, während ich neben ihm stand. Und als das Loch tief genug für ihn war, erschoss ich ihn. Die Aktivitäten der jüdischen Brigade beschränken sich auf Norditalien und Österreich. Doch auch andere verlangen nach Rache. In ganz Europa treten jüdische Rächer auf den Plan. Eine Gruppe steht unter der Führung eines ehemaligen jüdischen Freiheitskämpfers aus der litauischen Stadt Vilna. Sein Name ist Abba Kovna. ...1941 okkupiert das Deutsche Reich die baltischen Staaten. Somit ist auch Abba Kovnas Heimat Litauen besetzt. Die Nazis beginnen sofort damit, Juden zu ermorden oder in Ghettos zusammenzutreiben. Der 23-jährige Kovna weiß, dass außerhalb Vilnas Juden umgebracht werden. Ein Freund hat den Genozid im Wald von Pona mit eigenen Augen gesehen. Dieser Freund lebt heute noch unter seinem damaligen Pseudonym Menachem. Wir sollten die Körper von Dutzenden Menschen einsammeln, die bei ihren Fluchtversuchen getötet wurden. Who tried to escape and were killed. Mothers holding children. Mütter mit Kindern im Arm. Paare. Arm in Arm. Wir haben alle diese Menschen in eine Grube geworfen. So etwas vergisst man niemals. Kovna ist wegen der Morde an den Juden im Wald von Pona voller Zorn. Viele im Ghetto wollen die Geschichten nicht glauben. Doch Kovna versucht, sie zu überzeugen. Jahre später berichtet aber Kovna, wie er 1941 zu den Waffen rief. Er hielt damals eine mitreißende Rede in einer Suppenküche des Ghettos. Kol hadrachim shel Gestapo mogilot liponav. Eine Person wie Kovna konnte man nicht ignorieren. Seine Gedanken über die jüdische Geschichte hatten höchstes Niveau. Man konnte ihn aufgrund seiner Arroganz hassen. Und das taten wohl auch einige. Doch er gab den Menschen ein Ziel. Und sie folgten ihm. Kovna und einige hundert Freiwillige schlagen zurück. Sie fliehen aus dem Ghetto und führen 4 Jahre lang einen Guerillakrieg gegen die nationalsozialistischen Besatzer. Sie überfallen Patrouillen und sprengen Güterzüge.
Nach dem Sieg der Alliierten im Jahr 1945 kehren viele jüdische Partisanen nach Hause zurück. Sie beginnen damit, mit den Nationalsozialisten und ihren Helfern abzurechnen. Man weiß nicht genau, wie viele es damals waren. Aber es wurde berichtet, dass die Überlebenden aus den Wäldern und ihren Verstecken zurückkamen. Sie fanden heraus, wer ihre Familien und Freunde auf dem Gewissen hatte. Dann suchten sie die Täter auf und erschossen sie. Doch Aberkovna reicht das nicht. Er überlässt anderen das Lynchen und stellt eine eigene Privatarmee auf. Er kennt bereits ähnlich gesinnte Partisanen aus Wilna. Dazu gehört Menachem, der in Pona Zeuge der Massenhinrichtung wurde, und seine spätere Geliebte Witka Kempner, die neben Kovna im Ghetto von Wilna kämpfte. Doch er rekrutiert auch neue Mitglieder, wie den Ukrainer Pascha Reichmann. In seinen Memoiren beschreibt mein Vater das erste Treffen mit Aberkovna. Mein Vater sagte zu Aber, dass er Europa auf keinen Fall verlassen könnte, solange er noch eine Rechnung mit den Deutschen offen hätte. Aber ist aufgesprungen und hat meinen Vater umarmt. Er war außer sich vor Freude und sagte, dass es ihm genauso gehen würde. Sie waren sehr froh, dass sie sich gegenseitig gefunden hatten. Mit Reichmann und den anderen hat Kovna bald um die 50 Freiwillige. Er gibt der Gruppe den Namen Nakam, das hebräische Wort für Rache. Doch bevor er sich seiner Nazi-Jagd widmen kann, wartet noch eine andere Aufgabe auf ihn. Mit der Untergrundaktion Brika organisiert er die illegale Einreise von europäischen Juden nach Palästina. 1945 gibt es noch keinen Staat Israel. Das damalige Palästina wird von den Briten kontrolliert. Aus Angst vor arabischen Unruhen beschränken sie die Einreise von Juden auf 10.000 pro Jahr. Das Limit wird mit allen Mitteln durchgesetzt. Der Zionist Aberkovna ist entrüstet. Er hilft tatkräftig bei der Umgehung der britischen Blockade. Ab dem Sommer 1945 schmuggelt die Nakam-Gruppe Juden nach Palästina. Doch auch während dieser Tätigkeit arbeitet Kovna weiter an seinem monumentalen Racheplan. Die Nakam will nicht nur ein oder zwei entwischte Nationalsozialisten aufspüren. Sie will die Bevölkerung von vier großen deutschen Städten vernichten. Nürnberg, Hamburg, Frankfurt und München. Der 21-jährige Auschwitz-Überlebende Yehuda Maimon ist verantwortlich für die Logistik der Operation. Wir wollten 6 Millionen Deutsche vergiften. Wir wollten ihnen das zurückzahlen, was sie uns angetan hatten. Vergiftetes Trinkwasser soll den Massenmord an 6 Millionen Deutschen möglich machen. Allein der Gedanke daran, 6 Millionen Deutsche zu töten, ist völlig verrückt. Welche 6 Millionen? Wo? Wie? Warum?
Die meisten davon hatten mit den Verbrechen an den Juden wahrscheinlich gar nichts zu tun. Doch Kovner meint es ernst. Sein Plan A, die Vergiftung des Trinkwassers von vier Großstädten, soll absichtlich willkürlich sein. Kovner will wahllos Angst und Schrecken verbreiten. Ähnlich wie es auch den Juden widerfahren war. Diese Gruppe nahm eine gewisse Verantwortung für sich in Anspruch. Es war keine persönliche Rache, sondern eine Rache im Namen aller Juden. Wir sahen uns als Repräsentanten der Juden, die es den Deutschen zurückzahlen werden. 6 Millionen Deutsche durch vergiftetes Trinkwasser zu ermorden, erfordert eine akribische Planung. Kovner schickt kleine Nahkampfzellen in alle vier Städte. Als erstes mussten sie alles über die Wasserverteilung herausfinden. Sie verkleideten sich als Arbeiter und Ingenieure. Sie besorgten sich Pläne aus den Rathäusern und fanden alle Hauptrohre, in die man das Gift hätte schütten müssen. Im August 1945 existiert bereits ein konkreter Plan. Doch Kovner zögert plötzlich. Er verlässt seine Leute in Deutschland und fährt alleine nach Palästina, um sich den Segen der jüdischen Anführer zu holen. Die wichtigste Gruppe im Land ist die Haganah. Aus Unzufriedenheit mit der britischen Regierung hatte sie seit den 1920er Jahren eine eigene Streitmacht aufgebaut. Die Haganah gewinnt auch zunehmend politischen Einfluss. Es zeichnet sich bereits ab, dass sie nach dem Abzug der Briten aus Palästina eine wichtige Rolle spielen wird. Abba hat die Anführer in Palästina getroffen. Nicht alle, aber ein paar. Diese standen unter dem Kommando von Ben-Gurion. David Ben-Gurion ist Chef der Haganah. Er träumt von einem unabhängigen jüdischen Staat, der aus der Asche des Holocaust entstehen soll. Doch es zeigt sich schnell, dass Ben-Gurion kaum Sympathien für eine groß angelegte Racheaktion hegt. David Ben-Gurion sagte nur, wenn ihr 6 Millionen Deutsche umbringt, macht mir das meine 6 Millionen Juden wieder lebendig? Wenn nicht, bin ich nicht interessiert. Ben-Gurions Abneigung ist ein herber Rückschlag für Kovner. Getrieben vom Hass auf die Deutschen kann er ein Nein nicht akzeptieren. Er wendet sich an andere Stellen. Meeting at the White House. Dr. Chaim Weizmann, the guest of US President Harry Truman. To his host, Dr. Weizmann. Chaim Weizmann, der zweite Mann hinter Ben-Gurion, ist ein geachteter jüdischer Wortführer, der später auch erster Staatspräsident Israels wird. Der weltbekannte Chemiker arbeitet am Daniel Sieff Forschungsinstitut in der Nähe von Tel Aviv, das heute seinen Namen trägt. Kovner behauptet später, Weizmann habe ihn nicht nur moralisch unterstützt, sondern auch das nötige Gift zur Verfügung gestellt. Die Brüder Ephraim und Aharon Katzir liefern das Gift. Die Katziers arbeiten als Mikrobiologen in Weizmanns Labor. Laut Kovner hat Weizmann sie mit der Lieferung beauftragt.
Doch wissen die Brüder Katzir von dem geplanten Mord an 6 Millionen Deutschen? Und ist Weizmann tatsächlich in den Plan involviert? Weizmann war der große Boss. Am Institut passierte nichts ohne sein Wissen. Und schon gar nichts in dieser Größenordnung. Katzir hat mir erzählt, dass er als junger Mann dort gearbeitet hat und dass er das Gift mitproduziert hat. Auch wenn einige nicht an die Weizmann-Geschichte glauben, aber hat gesagt, er hat ihn getroffen. Und ich glaube ihm. Andere haben Zweifel. Weizmann soll bei Kovners Besuch 1945 gar nicht in Palästina gewesen sein. Er wollte Unterstützung und grünes Licht, bekam aber weder das eine noch das andere. Er wollte seinen Männern nicht mitteilen müssen, dass keiner den Plan unterstützen möchte. Also hat er die Geschichte erfunden. Währenddessen gehen die Deutschen ihrem täglichen Leben nach und ahnen nichts von der drohenden Gefahr. Kovners Zellen halten sich im Verborgenen und bleiben in Unkenntnis der politischen Vorgänge in Palästina. Das tatenlose Warten strapaziert die Nerven. Man musste geistig sehr stark sein. Überall waren Deutsche. In der Straßenbahn oder im Bus konnte man hören, wie sie über die Juden schimpften. Sie hatten wenig Geld und keine Arbeit. Sie lebten unter falschem Namen, waren total isoliert und zerfressen vom Gedanken an Rache. Im Dezember 1945 hat Kovner endlich das Gift und macht sich auf den Rückweg nach Deutschland. Er geht in Alexandria an Bord eines britischen Zerstörers. Doch auf dem Schiff wird er aus bis heute ungeklärten Gründen verhaftet. Das Gift wirft er dabei über Bord. Die Nachricht seiner Verhaftung erreicht schnell Europa. Ich erhielt den Befehl, den Plan mit dem Wasser zu verwerfen. Das war ein schlimmer Schlag. Wir hatten kein Gift und konnten nichts ausrichten. Doch Menachem hat immer noch Hoffnung. Man hatte mir gesagt, der Plan würde nur auf Eis liegen. Also würde unser Tag noch kommen. Millionen Deutsche sind gerettet. Die Verhaftung Kovners bleibt rätselhaft. Bis heute liegen die genauen Umstände im Dunkeln. Es gab das Gerücht, Kovner habe seine Meinung geändert und die Sache verraten. Darauf folgte eine schwere Krise. Kovner sitzt im Gefängnis fest. Plan A steht auf der Kippe. Aber Kovner ist noch nicht aus dem Rennen. Der Rest der Nahkampfgruppe organisiert sich neu. Sie wollen auch ohne ihren Anführer weiterkämpfen. Nachdem das Gift im Mittelmeer verloren gegangen war, haben sie ohne ihn weitergemacht. Es ging auch ohne Kovner.
Alle waren besessen von der Idee, dass es für sie ohne Rache keinen Weg in ein normales Leben geben würde. Das neue Hauptquartier der NAKAM liegt in Paris. Pascha Reichmann koordiniert von hier aus zusammen mit Kovners Gefährtin Witka Kempner alle europäischen Operationen. Plan A ist gescheitert. Also geht man über zu Kovners Plan B. Plan B konzentriert sich vollständig auf Nürnberg. Alliierte Bomben haben die Stadt in Schutt und Asche gelegt. Kovner unterhält hier eine Nahkampfzelle unter der Führung seines alten Freundes aus dem Wilnaer Ghetto, Menachem. Ich war sehr stolz, als Abba mich in Nürnberg eingesetzt hatte. Nürnberg spielte für die Nazis eine große Rolle. Die ganzen Militärparaden, die man heute im Fernsehen sieht, fanden in Nürnberg statt. Keinem etwas zu Leide tun und von keinem ein Leid erdulden. Seit der Niederlage liegen die Paradeplätze brach. Alle Augen sind auf den Kriegsverbrecherprozess im Justizpalast gerichtet. The old Palace of Justice at Nuremberg stages what may without exaggeration be called the greatest trial in the annals of the human race. The men who not long ago bestrode the continent of Europe and committed mass crime on a scale which staggers the imagination are today in the dock. Einige Mitglieder der NAKAM wollen den Saal stürmen und die Angeklagten einfach erschießen. Wegen der hohen Sicherheitsvorkehrungen wird die Idee aber als zu gefährlich verworfen. Stattdessen wendet man sich Kovners Plan B zu. Nach 1945 werden viele Nationalsozialisten in Lagern festgehalten. Allein in Nürnberg befinden sich einige tausend SS-Leute, Gestapo-Offiziere und andere hochrangige Persönlichkeiten. Sie werden verschiedener Kriegsverbrechen verdächtigt. Die NAKAM will sie allesamt umbringen. Plan B ist eine kleinere Version von Plan A. Doch die Methode bleibt dieselbe. Gift. In der Nähe eines Lagers namens Stalag 13 entdeckt Menachem eine Bäckerei, die gefangene SS-Leute mit Brot versorgt. Er muss nur noch einen Weg finden, dieses Brot zu vergiften. Einer unserer Männer schleuste sich in der Bäckerei ein. Er fand alles heraus, was wir wissen mussten. Dieser Mann ist Leibke Distel. Wochenlang spielt der den perfekten Bäckerlehrling. In der Zwischenzeit besorgt ein Pariser Chemiker große Mengen Arsen. Das Arsen wird zu Menachem nach Nürnberg geschmuggelt. Dieses Mal gibt es keine Zwischenfälle. Ein Soldat der jüdischen Brigade brachte mir das Material. Er hat es in Wärmflaschen am Körper versteckt. Wir haben die Flaschen dann in die Bäckerei geschmuggelt. Wir hatten ein Versteck unter dem Holzboden, falls etwas schief gehen würde. Wir hatten auch noch zwei Ersatzflaschen.
Und dann haben wir den Plan ausgeführt. In Reserve. And then we decided that we were ready to do it. In den frühen Morgenstunden des 13. April 1946 versteckt sich Leibke Distel in einem Korb. Nachdem die anderen Bäcker gegangen sind, bereitet er das Gift vor. Doch ihm und seinen beiden Komplizen bleibt nur wenig Zeit. Sie waren nachts in der Bäckerei und haben das Gift gemischt. Andere haben es dann auf die Brote geschmiert. Jeder vergiftete Leib wird in Kürze geviertelt und an vier Gefangene verteilt. Sie haben 3000 Brote geschmiert. Das war genug für 12.000 Bastarde. Im Morgengrauen nimmt das Brot seinen Weg ins Gefangenenlager. Wird der Plan funktionieren? Einen Tag später gibt es erste Informationen. Eine alte Freundin Menachems soll mehr herausfinden. Menachem hat Rahel Glicksmann nach dem Krieg im Ghetto von Wilna kennengelernt. Sie soll herausfinden, was genau im Lager passiert ist. Verwandte erzählten, dass man alles getan hatte, um sie zu retten. Man hatte ihnen die Mägen ausgepumpt und alle haben überlebt. Es gab keine offizielle Stellungnahme, also habe ich alle lokalen Zeitungen gelesen. Aber auch da konnte man nur wenig darüber lesen. Überall die gleiche Geschichte. 1000 Leute waren betroffen, keiner war gestorben. Sie wurden alle dank ausgepumpter Mägen gerettet. Ein weiterer Rückschlag für die Nakam. Hat das Gift die SS-Männer nur krank gemacht? Die US-Armee hat tausende Krankenwagen mobilisiert. Sie haben die Männer in die Krankenhäuser gebracht und allen den Magen ausgepumpt. Die amerikanische Seite versucht, den Vorfall herunterzuspielen. Doch am 24. April wird die Geschichte öffentlich. Die Presse meldet 2300 Opfer in den Kliniken. Doch es gibt keine Toten. Ich fühlte mich schlecht, da ich mir mehr erhofft hatte. Aber was sollte ich machen? Vielleicht war das Gift einfach zu schwach. Die jüdischen Rächer bedauern den Misserfolg der Operation. Doch noch mehr schmerzt sie, dass der erste Plan nicht umgesetzt wurde. Der Mord an 6 Millionen Deutschen. Damals bedauerte ich es sehr, dass wir die große Operation mit den 6 Millionen nicht durchgeführt haben. Heute sehe ich das etwas differenzierter. Die Vorstellung, dass ein Großvater Kinder töten will, ist wirklich verstörend. Aber ich bedauere es auch heute noch, dass wir nicht wenigstens viele Erwachsene getötet haben. Kovners Freund Pascha Reichmann bedauert den Fehlschlag ebenfalls. Mein Vater war immer der Meinung, dass man es hätte machen sollen. Er war sehr stolz darauf, an diesem Kapitel jüdischer Geschichte mitgeschrieben zu haben. Damit haben die Welt und zukünftige Generationen eine Nachricht bekommen. Jüdisches Blut wird niemals straflos vergossen. Jüdisches Blut ist nicht wertlos.
Sie haben 6 Millionen von uns getötet. Also töten wir 6 Millionen von ihnen. Auge um Auge. Ob ich heute noch genauso denke? Ja, wir waren im Recht. Einige sagen bis heute, dass sie es getan hätten. Heute sagt sich das natürlich leicht. Kovner hat einmal über die amerikanischen Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki gesagt, wenn ich eine Atombombe hätte, würde ich sie auf Deutschland werfen. Dann würden sie wissen, dass die Überlebenden aus Auschwitz so etwas nie mehr zulassen werden. Nach einem Jahr Gefängnis wird Kovner entlassen. Wie wird sein weiterer Weg aussehen? Seine Rachegelüste werden bald von Ereignissen in Nahost in den Hintergrund gedrängt. First films from Jerusalem as the clock runs out to mark the end of British rule. As the zero hour approaches, General Sir Alan Cunningham, High Commissioner for Palestine, and other British officers lead the forces that leave the Holy City for the final time. 1948 ziehen die Briten aus Palästina ab. Am 14. Mai ruft David Ben-Gurion einen unabhängigen israelischen Staat aus. Einige arabische Staaten greifen Israel sofort militärisch an. In den ersten Jahren kämpfte Israel ums blanke Überleben. Es gab Krieg mit 5 oder 6 arabischen Staaten, die das Land ausradieren wollten. Eine schlimme Bedrohung. Daher war nun alle Energie auf das Überleben ausgerichtet. Kovner steht vor der Wahl. Entweder in Deutschland die Opfer des Holocaust zu rächen oder die Nazi-Jagd aufzugeben und sein neues Land zu verteidigen. Kovner entscheidet sich für Israel. Abba wurde sofort Offizier einer der berühmtesten Kampftruppen im Süden Israels. Er stürzte sich mit all seinem Eifer in den Krieg. Sein Feuer brannte nun für die Verteidigung Israels. Damit begann für ihn ein neues Kapitel. Kovner ist nicht der Einzige, der die Jagd auf die Nazis beendet. David Ben-Gurions neue Regierung wendet sich von jeglichen Rachegedanken ab. Mein Vater hat Ben-Gurion einmal getroffen und mit ihm über ihren Weg der Rache gesprochen. Ben-Gurion sagte: Rache, was für ein schönes Wort. Ich bin für die Rache. Weißt du, was für mich Rache wäre? Wenn du aus 6 Millionen Deutschen 6 Millionen Juden machen und sie dann nach Israel bringen würdest, um das Land zu besiedeln. Das wäre meine Art der Rache. Aber deine Art der Rache ist nichts für mich. Ben-Gurion lehnt die Jagd ab. Doch in Europa entscheiden sich einige Rächer dafür, weiterzumachen. ...1953 stirbt der Anwalt Wilhelm Stuckart bei einem mysteriösen Autounfall. Er hatte die sogenannte Endlösung juristisch abgesichert. 1958 stirbt Otto Abetz ebenfalls in einem brennenden Auto.
Er war während der Besatzung deutscher Botschafter in Frankreich gewesen. 1976 stirbt Joachim Peiper, ehemaliges Mitglied der Waffen-SS, in seinem brennenden Haus in Frankreich. Er hatte 1944 eigenhändig amerikanische Kriegsgefangene erschossen. Es wird nie bewiesen, dass diese und andere Todesfälle Vergeltungsschläge waren. Doch 20 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ändert Israel erneut seine Politik zum Thema Nazijagd. ...1963 tritt David Ben-Gurion als Premierminister zurück. Das Land ändert nun stillschweigend seine Vorgehensweise. Auch die Regeln des israelischen Geheimdienstes Mossad werden geändert. Mossad-Agenten sind körperlich fit, hochmotiviert und bestens ausgebildet. Sie sind Experten für Sabotage und psychologische Kriegsführung. Beim Mossad dienen viele ehemalige Partisanen aus Europa. Und auch einige Rächer. In den 1960er Jahren ist der Mossad einer der effizientesten und skrupellosesten Geheimdienste weltweit. In den 1960ern wurde dem Mossad eine Art Blankoscheck ausgestellt. Wenn du einen Nazi findest und dir sicher bist, dann kidnappe ihn oder bring ihn um. Kein Problem. 1964 reist ein Mossad-Agent in die brasilianische Stadt Sao Paulo. Er hat den Auftrag, den mutmaßlichen Kriegsverbrecher Herbert Sucos ausfindig zu machen. Der Lette Sucos hatte im Krieg mit den Deutschen kollaboriert. Als Militärpolizist hatte er in der lettischen Hauptstadt Riga dabei geholfen, Juden aufzuspüren und umzubringen. Sucos war am Tod von mindestens 30.000 Juden beteiligt. Er hat eigenhändig 300 Juden in eine Synagoge gesperrt und sie dann angezündet. Er war für viele abscheuliche Verbrechen verantwortlich. Eines Tages kam er in einem glänzenden Ledermantel ins Ghetto geritten. Er hat aus nächster Nähe ein Kind erschossen, nur um zu zeigen, wer der Herr im Haus ist. Sucos erhält den Spitznamen Henker von Riga. Doch er wird nach dem Krieg nie zur Verantwortung gezogen. Er flieht nach Südamerika, wo er 20 Jahre später von dem Agenten Anton Künzle entdeckt wird. His house was like a fortress. All the time. Sein Haus glich einer Festung. Er hatte jeden Tag darauf gewartet, Rächern zum Opfer zu fallen. Er hatte sich Notizen über verdächtige Personen gemacht. Alle seine Notizbücher waren voll davon. Er versuchte, sich zu schützen, denn er wusste, dass eines Tages etwas passieren würde. Künzle gibt sich als österreichischer Geschäftsmann aus und nimmt in einem kleinen Hafen Kontakt zu Sucos auf. Sucos war immer sehr misstrauisch. Also nahm Künzle ihn mit auf einen Rundflug um Sao Paulo. Nach dem Flug nahm Sucos Künzle den Geschäftsmann ab, der nach Investoren und Partnern sucht. Sucos was enough impressed by Anton Künzle's hints that he's a businessman and he's looking for investors. Er lud ihn auf sein kleines Boot ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte Sucos den Köder geschluckt. Nachdem er Sucos 4 Wochen lang umgarnt hat, lockt Künzle sein Opfer nach Montevideo in Uruguay.
In einem Haus in einem Vorort warten schon andere Mossad-Agenten. Der Plan war, Sukurs festzusetzen und ihn nach einem kurzen Prozess umzubringen. Doch niemand rechnet mit dessen Überlebenswillen. Sie hatten eine Pistole mit Schalldämpfer, aber die hat zuerst nicht funktioniert. Es kam zu einem Kampf. Angeblich war auch ein Vorschlaghammer im Spiel. Er sagte auf Deutsch: Lassen Sie mich sprechen. Dann funktionierte die Pistole wieder und sie haben ihm zweimal in den Kopf geschossen. Elf Tage später betritt die Polizei das Haus. Sukurs Leichnam befindet sich in einer Truhe. Auf dem Toten liegt eine Aktenmappe. Sie enthält die Nachricht, dass Sukurs zum Tode verurteilt wurde, von denen, die niemals vergessen. Die Jagd nach dem Henker von Riga ist vorbei. Der Mord an Herbert Sukurs bleibt die einzige jemals von Israel offiziell zugegebene Tötung eines Nationalsozialisten im Ausland. Manche vermuten, es gab noch viel mehr. Der Mossad hat einige der schlimmsten Täter verfolgt und exekutiert. Zum Beispiel in Chile und Argentinien. Doch das wurde nie öffentlich gemacht. Rache hätte öffentlich stattfinden sollen. Der Mossad arbeitet diskret. Doch andere Rächer haben in den letzten Jahren erstmals über ihre Beteiligung an gewagten und manchmal schockierenden Operationen gesprochen. Männer wie Heim Miller, der beim Exekutionskommando der jüdischen Brigade diente. Yehuda Maimon, Cheflogistiker von Abba Kovna. Und Menachem, Anführer der Nürnberger Nahkampfzelle. Trotz ihrer Geständnisse wurde keiner jemals für einen Mord an einem Nationalsozialisten zur Rechenschaft gezogen. Selbst Abba Kovna, der ehemalige Nahkampfanführer, wurde bis zu seinem Tod 1987 in Israel als Poet und Nationalheld gefeiert. Nach dem Krieg machten die Alliierten den Nationalsozialisten den Prozess. Schätzungen gehen davon aus, dass nur jeder Zehnte von etwa 150.000 Kriegsverbrechern zur Rechenschaft gezogen wurde. Für Kovna und seine Rächer wurden die Verantwortlichen des Holocaust nicht hinreichend bestraft. Du kannst nicht einfach ungestraft einen Juden umbringen. Die Deutschen mussten dafür bezahlen, was sie den Juden angetan haben. Ich bereue nichts. Und nicht nur das. Ich glaube, wir hätten mehr tun müssen. Sechs Millionen Juden. Wie soll man das vergleichen? Es ist ja nicht nur der Verlust der 6 Millionen. Es sind 6 Millionen Generationen. Das wird immer außer Acht gelassen.